Hallo zusammen, hier ist wieder Hotchala und heute wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollen wir heute wieder so ein kleines Paragon-Kisten-Opening machen. Und zwar habe ich ja das letzte Mal, beziehungsweise das vorletzte Mal war das schon, das Mount, beziehungsweise das letzte Toy rausgezogen, was ich so gebraucht habe. Und jetzt sind es tatsächlich bloß noch die Legendary-Essenzen, die ich brauche. Und zwar sowohl einmal aus der Mechagon als auch einmal aus der Nasjatar-Kiste. Da brauche ich nämlich jetzt noch hier die letzten Legendary Essenzen, beziehungsweise die Rang 4 Essenz halt. Und dafür habe ich wieder ein bisschen Kisten gefarmt. Ich habe sowohl eine Anquana als auch eine Rossbolzenkiste einmal in der Tasche und dann hier nochmal eine auf Vorrat, beziehungsweise auf einem Twink habe ich auch nochmal eine. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an und drückt mir hoffentlich alle die Daumen, dass ich endlich meine Essenzen rausbekomme und hier nicht mehr großartig questen muss, beziehungsweise Dailies machen muss. So, die erste Rossbolzenkiste. Nein, die war halt schon wieder eine Nullnummer. So, dann holen wir uns gleich die nächste. Zack, die Artefakt-Power bringt mir nichts, weil ich bin jetzt mittlerweile. Oh, mein Balken ist weg, sehe ich gerade. Weil ich auf Max bin, ist jetzt der Balken weg, oder wie? Interessant. Genau, ich bin ja auf 70 mit dem Hals, also das bringt mir nichts mehr, aber ein bisschen Gold gibt's und Kriegsressourcen, das ist immer nett. So, jetzt porten wir uns mal rüber, dass wir die andere Kiste holen und derweil machen wir hier mit dem Hordenschadi auf. Mal gucken, ob ich aus der entfesselten Kiste eine Essenz rauskrieg. Okay, das war auch eine Nullnummer. Zwei Kisten, zweimal nix, aber wieder ein bisschen Gold und Kriegsressourcen. Das ist auch mal ganz nett. Dann kann man hier die Missionen sich holen und kriegt dann noch mehr Gold über zum Beispiel diese Kampfabzeichen, weil die sind relativ viel wert tatsächlich. Also da kann man recht gut Gold machen, falls ihr Twinks rumstehen habt, die auch den Missionstisch freigeschalten haben. Ich benutze die nämlich unter anderem auch im Raid, ne? Also. So, jetzt würde ich sagen, gehen wir nach Nasjatar und machen unsere anderen drei Kisten nur auf. Und ich hoffe, dass ich Glück habe und dass ich da vielleicht jetzt noch eine Essenz rausziehe. So, würde ich sagen, fangen wir mit der Nasjatar-Kiste an. Ach komm, gib mir doch so eine Essenz. Jetzt haben wir noch zwei Kisten. Jetzt haben wir noch eine Nasjatar und eine Mechagon-Kiste. So. Okay. Ich hasse dich. Alter, das waren jetzt fünf Kisten und nichts. Wie kann man denn so ein Pech haben? Das gibt's doch gar nicht. Aber ich habe wieder ein bisschen Gold gemacht. 20.000 Gold waren das jetzt. Yay. Und Onsressourcen oder Kriegsressourcen sind ja keine Onsressourcen. Habe ich jetzt auch wieder ein paar mehr. Jetzt sind wir bei 14.000. Mit dem Zeug kann ich mir mittlerweile zuschmeißen. Ach ja, Leute, ich werde hier anscheinend noch ein bisschen länger die Dailies und Worldquests machen dürfen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr bei den Kisten steht, ob ihr die Essenzen bzw. Pets und Toys und Mounts schon habt. Gerne alles in die Kommentare rein. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Opening wieder, wenn ich mal wieder ein paar Kisten gefarmt habe. Euch, bis dann. Ciao.